Mobile Geeks Coverage of CES 2014 is powered by ASUS. Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind immer noch auf der ASUS Pressekonferenz und gucken uns etwas an. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an 2008. Das ist aber überhaupt nichts Schlechtes, weil ich finde das richtig cool. Das ASUS Transformerbook T90G. Das ist der kleinste von den drei neuen Transformerbooks, die sie hier gezeigt haben. 8,9-Inch Display, 1280x800 ist die Auflösung. Kommt mit 1 oder 2 GB auf RAM oder 32 bzw. 64 GB internen Flash-Speicher. Basiert ebenfalls auf dem Intel Bakewell, das ist der Z3775. Hat eine 2-Megapixel-Kamera vorne, eine 5-Megapixel-Kamera hinten und das ist ziemlich offensichtlich, dass da Windows 8.1 drauf läuft. Ihr bekommt hier übrigens ein Jahr kostenloses OneDrive, 1 TB habt ihr dann mit am Start. Lass uns mal ganz kurz ums Gerät drumherum gehen. Ich hole hier mal hier rüber. Da ist ein Micro-SD-Karten-Eingang. Wir haben Anschluss für euer Headset hier. Hier oben haben wir dann entsprechend Lautstärkeregelung, An- und Ausschalter und Micro-USB auf der Seite. Mich erinnert das ganze Gerät, sucht mal oder googelt mal nach Sony VAIO-P. Die kamen so 2008, 2009 etwa raus. Sahen in etwa so aus. Ne? Ihr seht kein Trackpad am Start, aber eine Tastatur, die absolut großartig ist. Die ganze Kiste wiegt nur 750 Gramm, das Tablet davon 400. Also 350 Gramm müsst ihr dann halt noch für das Keyboard einrechnen. Wann wird die Kiste verfügbar sein? Gute Frage. Nächste Frage. Ich gehe mal davon aus, Anfang des zweiten Quartales. Wunderschönes Gerät für die Leute, die unterwegs auch noch ordentlich blocken wollen und ein bisschen Performance brauchen. Schickes Display, schicke Tastatur. Ich bin so ein bisschen verliebt. ASUS Transformerbook T90G. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen. Mobile Geeks coverage of CES 2014 is powered by ASUS.